Die zuständige Ministerin Beate Hartinger-Klein kommt jetzt zu Wort. Ministerin Magister Beate Hartinger-Klein, ich erteile ihr das Wort. Herr Präsident, Hohes Haus, sehr geehrte Damen und Herren der Sozialdemokratie, ich bin Ihnen wirklich dankbar für diese Aktuelle Stunde. Es gibt uns die Gelegenheit, eigentlich einmal den Status quo zu betrachten. Die Wirtschaft boomt. Wir hatten ein Wirtschaftswachstum von rund 3% im letzten Jahr. Ich darf Sie ersuchen, die Plakate wurden gesehen, wieder einzufahren. Ich glaube, es ist klar, was Sie zum Ausdruck bringen. Ich darf es wiederholen, bis Sie Ihre Plakate wieder eingerollt haben. Die Wirtschaft boomt. Wir hatten ein Wirtschaftswachstum von 3%. Man könnte erwarten, dass wir Vollbeschäftigung haben. Man könnte erwarten, dass die Wirtschaft gute Gehälter bezahlt und die Menschen gut verdienen. Man könnte erwarten, dass es keine Armut mehr gibt. Aber ist das so? Haben Sie uns so eine Situation hinterlassen? Nein, Sie haben es uns nicht hinterlassen, ja? Ganz und gar nicht. Im Jahresdurchschnitt 2017 hatten wir 340.000 Arbeitslose und 70.000 Menschen in Schulungen. Sind zusammen 410.000 Menschen Arbeitssuchende. Ich sage immer, das ist fast zweimal die Stadt Graz, nur dass man so ein bisschen ein Bild hat, wie viele Menschen das sind. Das ist eine riesige Zahl, die in Zeiten, wo es in der Wirtschaft gut geht, eigentlich nicht zu rechtfertigen ist. Im Vergleich dazu, das Jahr 2008, damals gab es nur rund 260.000 Arbeitssuchende. Wir haben also heute um 150.000 Arbeitslose, Herr Kollege, bitte passen Sie auf, 150.000 Arbeitslose mehr als 2008. Und was war 2008? Es war Finanzkrise. Das heißt also, bei einer guten Wirtschaftskrise haben wir jetzt mehr Arbeitslose, als wir jetzt haben. Wirtschaftlich guten Zeiten mehr Arbeitslose zu haben, wie in wirtschaftlichen Krisenzeiten, ist schon ein starkes Stück. Und jetzt stellen Sie sich hin und fragen uns, wie wir das rückgängig machen. Aber bevor wir uns über Konzepte reden, müssen wir uns schon einmal anschauen, mit welchen Konzepten Sie sich der Situation angenommen haben. Da haben wir die Aktion, die Sie jetzt so schön plakatiert haben, 20.000. Ich habe es übrigens sistiert, weil ich es mir genau anschauen wollte. Es gibt eine Evaluierung der Zwischenergebnisse. Und ich möchte aus dieser Evaluierung, hören Sie zu, Herr Kollege, Sie können noch was lernen. Diese Evaluierung, und ich möchte aus diesem Evaluierungsbericht zitieren. Das erste Punkt, seltsamerweise gibt es kaum oder zu nur wenig Interesse von Vereinen. Die derzeitige Vermittlung findet fast ausschließlich in kommunalen Bereichen statt. Der zweite Punkt. Momentan wird von den Gemeinden kommuniziert, dass nach Ende der Förderung mangels Budget eine Weiterbeschäftigung nicht möglich ist. Also ich will dem Endbericht nicht vorgreifen, aber Nachhaltigkeit, diese Arbeitsplätze gibt es nicht. Das heißt, Sie halten diesen Leuten die Karotte vor und nach zwei Jahren können sie wieder arbeitslos werden. Das ist Ihr Ziel, ja? Meine Damen und Herren der Sozialdemokratie, das sind Methoden des Kommunismus. Verstaatliche Arbeitsplatzbeschaffung, das funktioniert nicht. Ich darf Ihnen noch zwei andere Zitate bringen. Die Mindestanforderung von 30 Wochenstunden ist für Personen aus der Zielgruppe teilweise zu hoch. Der zweite Punkt. Es gibt ein strukturelles Gap. In der Aktion 20.000 werden hochwertige Jobs angeboten, aber niederschwellige Jobs nachgefragt. Meine Damen und Herren der SPÖ, bitte hören Sie doch einmal zu, Herr Kollege. Meine Damen und Herren der SPÖ, Sie haben Ihre verstaatlichen Arbeitsplätze an der Zielgruppe vorbei produziert. Und so kann das natürlich nicht funktionieren. Woher kommt
kommt der strukturelle Gap. Da gibt es Menschen, die sehen einen Zusammenhang mit dem über 1,3 Millionen. Ich höre nichts und ich kann nicht einschreiten. Ich kann das nicht beurteilen, wenn Ihre ständigen Zwischenrufe die akustische Überprüfung unmöglich machen. Das ist ja lächerlich, das ist ja nachher passiert. Da gibt es Menschen. Da gibt es Menschen, die sehen einen Zusammenhang mit den 1,3 Millionen Ausländern, die in Österreich leben. Konkret mit den Migranten, die Sie aus den rechtswidrigen Wegen in den letzten Jahren nach Österreich gebeten haben. Weil viele davon weder schreiben noch lesen können. Diese Diskussion haben Sie heute am Nachmittag. Ich persönlich möchte es mir nicht so einfach machen, aber weil ich von Ihrer Seite immer höre, die Ausländer machen nur die Jobs, die für sich die Österreich zu schade sind. Hier genau an diesem Punkt haben Sie die wichtigen Chancen vertan. Sie haben die Chance vertan, für einen niederschwelligen Job einen anständigen Gehalt zu bekommen. Sie haben die Chance vertan, dass die Menschen bereit sind, andere Leute den Mist wegzuräumen, hervorragend davon leben könnten. Sie haben die Chance vertan, dass auch die schlecht ausgebildeten Österreicher einen fairen Anteil an der Wertschätzung haben. Das ist Ihre Verantwortung. Sie haben mit billigsten Arbeitskräften aus dem Ausland dazu beigetragen, dass die Armen immer ärmer und die Reichen immer reicher werden. Und wenn wir von der EU einfordern, dass sie die Schengen-Außengrenze auch absichern, dann stellen sie sich hin und nehmen uns EU-feindlich und sie nennen uns ausländerfeindlich. Damit kümmern wir uns Österreicher, deren Chancen sie leichtfertig vertan haben. Und ich höre jetzt schon was anderes auch, die Mangelberufsliste, ja? Das zeigt nur wenige Fakten, wie wenig Sie sich eigentlich um wirklich die Fakten kümmern. Herr Klubobmann, Sie reden also um solche Dinge, Sie kümmern sich überhaupt nicht um die Dinge, was wirklich notwendig sind. Ja? Das haben Sie nie gemacht, die Mangelberufsliste. Eine Handvoll Köche können Sie mit abertausenden Migranten vergleichen, die Sie in Land gewinkt haben. Und diese Handvoll Köche, die brauchen wir aber. Wir sind ein Tourismusland, wir sind ein Dienstleistungsland. Diese Köche müssen auf die Mangelberufsliste. Sie vergessen nämlich auch eines, denn wenn einer kocht, dann braucht er noch andere, die servieren und abräumen und wieder sauber machen. Sie schaffen also auch Arbeitsplätze damit. Bei den Zulieferern, wenn Sie der Gastronomie und im Tourismusbereich Köche geben. Aber das scheint Sie ja alles nicht zu interessieren. Aber gestatten Sie mir noch eine Bemerkung zum Thema Enteignen. Denn das ist mir ganz wichtig. Sie machen seit Jahr und Tag eine Politik der Enteignung. Und dabei rede ich gar nicht davon, dass es Ihre sozialpolitische Errungenschaft, der Mindestsicherung, mit der Sie seit Jahren auf die Vermögen der Ärmsten zugreifen. Nein, meine Damen und Herren, wovon wir beim Thema Enteignen schon reden müssen, ist das unsägliche Schuldenpolitik. Die Schuldenpolitik, mit der Sie seit Jahren diese Bürger dieses Landes enteignet haben. Das müssen Sie einmal betrachten. Ja? Denn was ist denn anders als eine Enteignung? Was ist es anders als eine Enteignung des fleißigen Bürgers, des fleißigen Österreichers, wenn Sie ungedeckte Schecks verteilen und die Zahlungsversprechen an die Suchtbarreichen abgeben? Ihre Politik des Schuldensmachens ist nichts anderes als eine Umverteilung von Fleiß und Reich. Ihre Politik des Schuldensmachens belastet Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Ihre Politik des Schuldensmachens ist hauptverantwortlich dafür, dass Sie das Schaffen von Arbeitsplätzen für die Wirtschaft immer weniger lohnt. Ihre Politik des Schuldensmachens verhindert Arbeitsplätze. Und meine Damen und Herren der Sozialdemokratie, Sie alle kennen den alten Hauptverbandspräsidenten Böhm. Der hat Folgendes gesagt: soziale Sicherheit ist die Grundlage der Demokratie. Das war Ihr Präsident. Soziale Sicherheit ist die Grundlage der Demokratie. Unsere Regierung schafft es. Sie schafft Arbeitsplätze, schafft Steuersenkung, dass dem Österreicher wirklich mehr Geld im Börserl schafft und schafft also wirklich dementsprechend also auch funktionierenden Sozialstaat, den Sie nicht geschafft haben. Und ich bitte Sie wirklich eines. Ich bitte Sie wirklich eins. Verunsichern Sie die Menschen in unserem Land nicht. Unsere Regierung sichert den Sozialstaat. Sozialministerin Hartinger-Klein nennt die Aktion 20.000 eine verstaatlichte Arbeitsplatzsicherung und setzt sie mit Methoden des Kommunismus gleich, was die SPÖ zur Weißglut trieb.
Ich mache darauf aufmerksam zur Geschäftsordnung. So,